Yo Leute, was geht? Euer iOS-Game wird am Start mit einem MC4-Gameplay. Und das ist wirklich lange her, eine Woche, Alter, eine Woche, wenn jetzt schon 8 Tage gewesen waren, in das hochlaut. Und ja, auf jeden Fall, ich wollte euch jetzt sagen, warum und ja, was los ist. Ich hätte ein Ankündigungsvideo machen müssen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann keine Zeit mehr gehabt und am Anfang habe ich keinen Bock mehr gehabt und ja, auf jeden Fall. Ich war von der Schule aus wandern und vielleicht blende ich euch ein paar Bilder ein. Auf jeden Fall war eigentlich echt lustig, nur die Haxen und die Zwiebel sauer. Und genau, das Gameplay, das ist eins von mir spielt, also wegen Namen habe ich von einem anderen Account gekriegt oder von einem anderen den Account gekriegt, dass ich ein Ops oder ein U4 Gameplay halt spielen kann, nicht immer Compact. Und ja. Auf jeden Fall, da waren wir dann halt weg, 3 Tage, und ja, da habe ich dann auch nichts hochladen können, wo wir geschlafen haben, war kein Netz, da war nichts, und deswegen hätte ich auch generell nichts hochladen können über 3G oder so, das wäre nicht gegangen, weil ich nur 1 GB frei habe, aber und WLAN und so kann es geben von den her, und ja, war eigentlich recht lustig, ja, und deswegen habe ich eigentlich keine Videos machen können. Ich habe einen Livestream gemacht dafür, der was 4 Stunden war gestern. Wenn ihr das Video halt noch am 29.05. auflade, dann ist es, habe ich am 28.05. schon einen Livestream gemacht. Und ja, ich habe sowieso ein Ballringo ein bisschen so gesagt, ihr könnt gerne vorbeischauen und alles. Ich weiß, dass nicht viele Leute auf Ballringo sind, die was meine Abonnenten sind, aber ja, die haben dann halt Pech gehabt, ihr braucht es mir einfach nur folgen und dann wisst ihr immer, wann ich einen Livestream mache. Also tut's mir einfach folgen, kriegt's eine Mail, dass ich gerade live streamen tue und was ich live stream. Und dann kennt's seit einmal aktuell. Also ich glaube nicht, dass viele Abonnenten mich folgen, weil ich habe glaube ich 6 Leute, was mir folgen oder so. Aber es ist dann eh nicht mein Problem, wenn manche dann sagen, hey, ich hab den Livestream nicht gesehen. Da kann dann ich auch nichts dafür, wenn ihr mir dann nicht folgt. Auf jeden Fall, ja, da habe ich einen Livestream gemacht. Irgendwann werde ich mal eine Ankündigung machen, dass ich einen fetten Livestream mache, aber das werde ich alles noch schauen, wann und wie. Und ja, das zu denen mal dann. Und ich wollte dann noch was zu Dings sagen, zu Mortal Kombat 5. Also ich muss sagen, zur Zeit bin ich echt nicht gehypt, Leute, weil ich finde das, was Game Loft bei den Dings gesagt hat, oder das, was sie heute gemacht haben, beim Livestream, was sie dort gesagt haben, ich finde das eigentlich nicht so überragend jetzt, also ich hätte mir das Spiel schon besser vorgestellt. Und ich hoffe es wirklich, dass es gut wird, weil wenn es scheiße wird, schaut es schlecht für meinen Kanal aus. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. MC4 ist kacke. MC3 ist schon ausgelutscht. MC2 so viel Hacker. Über MC1 brauchen wir gar nicht reden. Und Blitz Brigade ist zu einfach. Da habe ich ja 5er KD. Und ja, es gibt sonst keine Ego-Shooter mehr, gescheite. Was wird's noch geben? Wie heißt denn das? Amy Brothers, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das würde noch gehen, aber das ist extrem alt. Und mein Kanal besteht aus Ego-Shooter und das ist mein Problem. Also mit Geometry Dash komme ich echt gut an, muss ich sagen. 100, na, das sind schon 200 Aufrufe, ich weiß nicht. Aber beim letzten Geometry Dash habe ich 140 Aufrufe, 10 Likes und 1 Dislike, Alter. Echt krass. Und ja, finde ich echt geil. Das werde ich vielleicht noch weiterführen, ich weiß nicht. Zurzeit wird es echt langweilig und ich kann nicht alles schneiden. Und ja, wie man gesehen hat, beim letzten Video, das Thumbnail war richtig scheiße. Tut mir leid, Leute, ich habe das Bild nicht mehr im Kopf von Mortal Kombat 4. Ich weiß nicht, ich muss wieder suchen im Internet, ob ich das finde. Das muss echt ranziger gegangen und das war ein bisschen der Scheiß. Und das Thumbnail hat es schnell sein müssen, weil ich das schnell aufgeladen haben müssen. Auf jeden Fall, ja, das war eigentlich der Grund, warum ich nichts aufgeladen habe. Ich war von der Schule aus weg, wandern, also immer von so 8 weg bis 5 auf die Nacht. Also ist echt hardcore. Leicht ist nicht und es hat sich auch nicht abholen lassen. Und ja, sonst habe ich sonst irgendwas zum Sagen. Ja, ich muss echt sagen, obwohl ich keine Videos gemacht habe, habe ich echt viel Abos dazu gekriegt, muss ich sagen. Wie
dort war beim Dings, wie wir losgefahren sind, habe ich glaube ich so 133, 132 Abos gehabt. Dann schaue ich, wie ich daheim bin, auf wie, Alter, 136 Abos, what the fuck geht da ab, Alter? Und ich finde es eigentlich recht geil. Und ja, das zu denen einmal, also ich freue mich echt, dass ich so viele Abos kriege. Und ja, man merkt echt, wenn man ein bisschen mehr als 100 Abos hat, geht es eigentlich immer schneller, weil man wird, man kriegt mehr auf, Alter, ich kann nicht mal mehr reden, Alter, mehr Aufmerksamkeit. Und ja. Was ich noch zu den Gameplay sagen wollte, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch habe, also muss ich schauen, sonst werde ich wieder von Düsi BS nehmen, weil zurzeit habe ich echt keinen Bock auf MC4. Und wenn ich einen zerspüle, dann ist so, dass zum Beispiel jetzt da der Server irgendwas hat, oder dass Hacker drin sind, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder ich bin natürlich scheiße, das kann auch sein. Und ja, das war's jetzt wieder von mir. Ihr wisst jetzt, warum ich keine Videos gemacht habe. Schaut bei Ballringer und Twitch vorbei und bei Twitter. Bei Twitch tut's mir folgen. Ich mache gern Livestreams über die PS4 und ist ziemlich lustig immer. Und Leute, es laggt nicht. Ich habe schon 10.000 Mal gestreamt. Es laggt nicht. Lasst mir in Ruhe, der was die ganze Zeit sagt. Tschüss.